Wasserkraftschnecke für die Fischwanderung in Fließgewässern. Flüsse und Bäche sind die Lebensadern der kontinentalen Welt. Unter welchen Voraussetzungen die energetische Nutzung von Gewässern möglich ist, regeln nationale Gesetze. Das Ziel der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist es, einen guten ökologischen Zustand und eine wesentliche Verbesserung der Situation in den Gewässern zu erreichen. Die Wiederherstellung der Fischdurchgängigkeit an Querbauten und Kraftwerken nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Das von Walter Albrecht und dem Technikernetzwerk Innovative Services entwickelte System HydroConnect mit Albrecht Fishlift Inside ist eine effiziente, schonende Fischwanderhilfe, die zudem Energie aus Wasserkraft erzeugt. Das System basiert auf der Funktion einer Wasserkraftschnecke. Die Arbeitsweise einer Wasserkraftschnecke gleicht der einer umgekehrten archimedischen Förderschnecke. Das aus dem Staubereich abfließende Wasser bringt die Schnecke zum Rotieren. Die Abwärtsbewegung entzieht dem Wasser seine Lageenergie, die in elektrische Leistung umgewandelt wird. HydroConnect mit Albrecht Fishlift Inside ist eine völlig neu konstruierte Wasserkraftschnecke, die im Inneren eine Fischförderschnecke als Aufstiegshilfe eingebaut hat. Anders als bei anderen Wasserkraftschnecken ist hier die Kraftmaschine als Trommel ausgeführt. Ein Rohr, mit dem die Schneckenflügel ohne Spalten verbunden sind. Dadurch wird ein Verletzungsrisiko der Fische ausgeschlossen und der Wirkungsgrad der Anlage erhöht. Gelagert ist die Trommel am Außenmantel. Durch die äußeren Windungen der Doppelschnecke fließt das Triebwasser ab. Die Trommel wird so in Drehung gebracht. Dabei bewegt sich die gegenläufig gewundene innere Förderschnecke mit. Fische können völlig unbeschadet durch die äußere energieerzeugende Schnecke flussabwärts und durch die innere flussaufwärts gelangen, ohne Kraftanstrengung in einem Fischlift. Es ist die Lockströmung des ausfließenden Triebwassers, die aufstiegswillige Wasserbewohner zur innenliegenden Fischschnecke leitet. Sobald die Tiere in den am Gewässerboden liegenden Eingang eingeschwommen sind, werden sie mit einer Wasserfüllung schonend durch die Schneckenwendel nach oben transportiert und über eine Rutsche in das Oberwasser entlassen. Das nach oben geförderte Wasser steht nun noch einmal für den Antrieb und die Abwärtswanderung zur Verfügung. Anhand der Versuchsanlage führte das Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement der Universität für Bodenkultur Wien die wissenschaftliche Begleitforschung sowie das Fischmonitoring durch. Dabei wurden auch die Strömungsverhältnisse vor dem Triebwasserauslass und Fischschneckeneinstieg genau gemessen und interpretiert. Bereits in der Anfangsphase, unmittelbar nach Inbetriebnahme der Anlage, konnte ein völlig frei motivierter Aufstieg von Fischen durch die Innenrohrschnecke nachgewiesen werden. Mehrere Detailversuche belegen die gute Akzeptanz des Fischlifts unter den vier Hauptfischarten des untersuchten Baches. Neben Regenbogenforellen, Bachforellen und Äschen aller Altersstadien ist die erfolgreiche Passage auch für die Kleinfischart Koppe bewiesen. Ein wesentliches Ergebnis, da die Koppe ein stark substratgebundener, schwimmschwacher Fisch ist. Im abschließenden Bericht des Instituts für Hydrobiologie und Gewässermanagement zur ersten Versuchsreihe heißt es im Mai 2012: Das Gesamtergebnis dieser ersten Pilotuntersuchungen kann als klares Indiz dafür gewertet werden, dass dieser neu entwickelte Schneckentyp zumindest an kleineren bis mittelgroßen Gewässern der Forellen- und Äschenregion mit Absturzbauwerken und Wehranlagen, speziell auch bei beschränkten Platzverhältnissen, hohe Zukunftschancen besitzt, gleichzeitig die Probleme der flussauf- und flussabgerichteten Fischwanderungen
einer Lösung zuzuführen. Nach Einschätzung der Experten stellt das neue System eine kostengünstige, energetisch hochwertige und platzsparende Möglichkeit dar, um eine wesentliche ökologische Verbesserung an bestehenden Staustufen und Wasserkraftwerken zu erreichen. HydroConnect Albrecht Fischlift Inside ist eine Anlage, die nicht nur als Fischauf- und Abstieg funktioniert, sondern dabei mit einem Schluckvolumen bis 5000 Liter pro Sekunde auch noch als Restwassermaschine für höchste Energieeffizienz sorgt. Der Wirkungsgrad ist im Teillastbereich bei schwankenden Durchflussmengen besser als bei Turbinen. Durch den Einsatz der Doppelschnecke kann die Jahresproduktionsleistung an bestehenden Wasserkraftwerken beachtlich erhöht werden.